auf diese Art und Weise. Herr Neumann hat gerade protestiert. Auf diese Art und Weise sind aber europäische Länder tatsächlich Rekrutierungsboden für den Dschihad geworden, weil es in Deutschland wenigstens 400 bis 500gewaltbereite oder dschihadistische Kämpfer gibt, in Großbritannien in einer ähnlichen Größenordnung. Würden Sie sagen, europaweit ist das viel zu spät entdeckt worden oder ist es tatsächlich benutzt worden? Ja, also alle Experten, alle Regierungen haben das unterschätzt. 2011 haben wir uns alle über den arabischen Frühling gefreut. Die Demokratie auf dem Vormarsch. Und natürlich hat keiner damit gerechnet, wie es sich so entwickelt hat. Und auch um das mal zu korrigieren, ja, wenn wir über Diktatoren reden, Bashar Assad ist ein brutaler Diktator, der seine Leute geschlachtet hat. Und dafür, der Westen hat die syrische Opposition unterstützt, nicht genug unterstützt. Deswegen hat sich die syrische Opposition saudischen und katarischem Geld zugewendet und ist dadurch extremistischer geworden. Das war genau das Problem. Also es ist genau andersherum. Es ist absolut genau andersherum. Leider sind europäische Länder zu einem Rekrutierungspool geworden für diese salafistischen Organisationen. Absolut. Diese Männer sind hier bei uns zu Hause. Wir können sind häufig auch Konvertiten. Man kann nicht mal sagen, sie hätten einen Migrationshintergrund. Und wenn Sie sich anschauen, in 2012, 2013, viele dieser jungen Männer sind genau nach Syrien gegangen, weil eben sie das Gefühl hatten, dass dort ein Genozid stattfindet, ausgeführt von Bashar Assad, und dass der Westen die syrische Opposition allein gelassen hat. Genau das Gegenteil von dem, was Sie erzählt haben. Genau das Gegenteil. Deswegen sind viele Leute nach Syrien gegangen als Salafisten und haben diese Gruppen unterstützt. Aber es ist ja nun nicht so, dass man nichts tun kann in Deutschland. Also es ist ja auch nicht so, dass hier nichts geschieht in Deutschland. Aber was können Sie beispielsweise gegen Dschihadisten tun? Was können Sie gegen Einzeltäter tun? Ich will Ihnen sagen, was wir tun können und was im Übrigen auch geschieht, wenn Sie sich Berlin anschauen. Die Berliner Polizei hat hervorragend ausgebildete Spezialisten, die sich in der muslimischen Gemeinde bewegen, gemeinsam mit den dortigen Verantwortungsträgern im ständigen Dialog sind und darauf achten, dass zum Beispiel junge Leute, die sich dort auch bewegen, eben nicht abgleiten ins radikale Milieu und die rechtzeitig auffangen, um die dann zu begleiten. Darf ich das damit fragen, genau kann man in dieser Szene auch beispielsweise mit V-Männern arbeiten? Wir haben gelinde gesagt, da nicht so tolle Erfahrungen. Aber kann man in der Dschihadisten-Szene V-Leute überhaupt platzieren? Das ist ausgesprochen schwierig, ist ja auch logisch, aber das brauchen wir da auch gar nicht. Da wird sehr offen mit Polizistinnen und Polizisten gearbeitet, die gemeinsam mit den Imamen, mit anderen Verantwortungsträgern dort dafür sorgen, dass junge Leute nicht abrutschen. Und wenn Sie so eine Zahl nennen, in Berlin gibt es über 250.000 Muslime, davon sind gerade mal 500 Salafisten und vielleicht 200, 250 davon sind gewaltbereit. So sind auch die Dimensionen. Das heißt, man muss auf die friedliche muslimische Gemeinde zugehen und mit denen gemeinsam dieses Problem angehen. Aber noch einmal, dazu braucht man Sozialarbeiter, Streetworker, Polizisten. Man braucht diejenigen Kräfte, die in der Lage und bereit sind, hier auch mit großem Sachverstand und mit viel Geduld daran zu gehen. Aber die braucht man dann aber auch. Und wenn man die, muss ich leider Ihnen sagen, als Gewerkschafter, wenn man die dann wegstreicht, dann sind die eben nicht mehr da und dann findet diese wichtige Präventionsarbeit eben nicht mehr statt. Ich finde aber, sie muss stattfinden und zwar überall. Okay, damit ist der Ball wieder in der Politik, Herr Maas. Der Vorwurf, einerseits die Politik hat die Gefahr unterschätzt und sie verringert die Zahl der Polizisten, der Männer, die etwas dagegen tun können. Also die Entwicklung im Nahen Osten, das hat Herr Neumann ja beschrieben, ist außerordentlich schwierig prognostizierbar gewesen. Und da würde ich schon sagen, dass das, was sich dort entwickelt hat nach dem arabischen Frühling, so auch nicht vorauszusehen gewesen ist. Die Frage, wie wir mit dem Thema hier umgehen, ist, das eine ist eine Frage der Repression. Das heißt, diejenigen, die straffällig werden, müssen auch mit aller Härte des Gesetzes verfolgt werden und müssen auch einer Strafe zugeführt werden. Sie wollen aber Terrorfinanzierung unter Strafe stellen? Wir werden diejenigen, die ist der Punkt von Frau Dardel. Genau, diejenigen, die erwischt werden, das Land verlassen zu wollen, um an Terrorcamps teilzunehmen, in der Absicht, Anschläge zu verüben oder an Gewalttaten teilzunehmen, bereits bestrafen, was jetzt noch nicht so ist. Und wir werden auch die Terrorfinanzierung inklusive der Geldwäsche mit einem neuen Straftatbestand belegen. Auch das wird verfolgt werden.
Aber das, was Herr Wendt gesagt hat, wird dadurch nicht unwichtiger. Das sind alles Dinge, da ist es schon zu spät. Das ist das Strafrecht. Wir müssen eigentlich vorher in der Prävention ansetzen. Wir stellen jetzt 30 Millionen dauerhaft zur Verfügung für Projekte gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Da gehören auch solche Projekte dazu, die Herr Wendt angesprochen hat. Wir unterstützen damit, und zwar nachhaltig, das ist über mehrere Jahre finanziert, auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich damit auseinandersetzen, die auch irgendeine Infrastruktur brauchen für sowas. Und wir müssen, und das ist das, glaube ich, worauf es am Schluss ankommen wird, die Muslime, die hier leben, die sich an Recht und Gesetz halten, die in einem freiheitlichen Land auch leben wollen, die gleichen Werte haben, die wir haben, die müssen wir unterstützen, denen müssen wir helfen in der Auseinandersetzung mit den Fundamentalisten in ihren eigenen Reihen. Das wird nach meiner Einschätzung ganz wesentlich darüber entscheiden, ob diese Auseinandersetzung erfolgreich sein wird oder nicht. Ich wollte eine Frage kurz noch mal an Herrn Somunchu stellen. Herr Somunchu, ich würde mal sagen, die Volksmeinung tendiert eher gegen Ausreise, also abschieben, die Fundamentalisten und Dschihadisten lieber ins Ausland schicken, gänzlich anders als die Experten und die Politik und nun auch die Vereinten Nationen beschließen. Was würden Sie sagen? Eher ein Einreisestopp oder ein Ausreisestopp? Na, Einreisestopp geht ja nicht, es sind ja viele Konvertiten dabei. Deswegen glaube ich schon... ich komme da noch mal auf das, was ich eben gesagt habe. Und wir sind da eigentlich einer Meinung. Es bedarf einer Prävention, es bedarf einer keiner Sanktion, sondern tatsächlich auch im Nachhinein einer gerichtlichen Auseinandersetzung, die darin meiner Meinung nach münden sollte, dass man vor allen Dingen das Geld, was da ausgegeben wird für den Polizeieinsatz, denen anlastet, die es verursacht haben. Und wir müssen aus der Mitte der demokratischen Gesellschaft heraus, und das wiederhole ich gern nochmal, eine offene Debatte darüber führen können und diese Debatte auch angstfrei führen. Ohne Nazi-Keule sagen können, beispielsweise, brauchen wir so eine Moschee in Köln, ja oder nein? Ohne Nazi-Keule, ich rede jetzt wie ein uralter Deutscher, das als Ex-Türke sagen zu können, verhalten sich diese Leute hier nach dem Kodex, nach Grundgesetz und Recht und Ordnung oder nicht? Nein. Genau. Und wenn wir das geschafft haben, dann überlassen wir die Debatten nicht mehr den falschen Leuten und dann wird sie auch entradikalisiert. Und wir haben unter die auch mit Herrn Neumann einen Experten hier zu sitzen. Ja. Herr Neumann, Sie haben mit Ihren Kollegen insgesamt Kontakt zu 50 Dschihadisten im Irak und in Syrien, kommunizieren mit denen auf verschiedenste Art und Weise. Was planen die hier eigentlich dann zukünftig in Europa? Also es gibt da drei Gruppen. Es gibt Leute, die sind brandgefährlich, die wollen zurückkommen und hier Anschläge verursachen. Es gibt Leute, die sind gestört, also die sind nicht unbedingt ideologisch motiviert, aber die sind traumatisiert durch ihre Erfahrungen im Konflikt und die sind gefährlich auch ohne terroristische Motivation. Es gibt allerdings auch Leute, die sind desillusioniert. Das heißt, Leute sind enttäuscht mit dem, was sie dort vorgefunden haben. Die fühlen sich irregeführt durch die Propaganda von ISIS und die würden gerne zurückkommen und nicht unbedingt 30 Jahre lang ins Gefängnis gehen. Und ich denke, man muss eine Strategie konzipieren, die für jede dieser Gruppen eine Antwort hat. Und das ist genau meine Kritik, Herr Maas, wenn Sie erlauben, dass Deutschland eben kein nationales Konzept hat. Das heißt, wir geben hier Geld aus für Prävention, aber es ist immer noch Kraut und Rüben. Wir haben keine Logik, wir haben keine wirkliche Strategie. Es passiert einiges in den Ländern, aber das ist nicht koordiniert. Wir brauchen ein nationales Konzept für die Prävention. Wenn uns Prävention wichtig ist, dann müssen wir es richtig angehen. Nicht nur Geld ausgeben, sondern eine Strategie. Weil wir auch mit einer neuen Form von Anschlägen rechnen müssen. Es sind keine großen, sondern eher Einzeltäter. Absolut. Und wenn Sie sich vorstellen, ich möchte hier jetzt nicht den Schrecken an die Wand malen, aber wenn Sie sich vorstellen, dass eine Enthauptung in der Mitte Berlins stattfindet, das kann genauso einen Effekt auf die Gesellschaft haben wie ein großer Terroranschlag. Das kann genauso die Polarisierung auslösen, die dann die Rechten mobilisiert. Und das macht es so gefährlich, weil genau diese kleinen Anschläge so schwer zu verhindern sind. Die passiert sind, in London passiert sind, in Ottawa passiert sind. Absolut. Wir müssen leider zum Punkt kommen. Es gibt noch viel zu diskutieren und es ist vor allen Dingen immer wieder festzustellen, dass wir noch nicht wirklich viel wissen. Und schon dazu kann die eine oder andere Gesprächsrunde dieser Art gut sein. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, nächsten Donnerstag, 22:15 Uhr. Vielen Dank Ihnen allen.
Danke. Die Terroristen bei der ISIS bekommen jeden Tag von Saudi-Arabien Geld. Deshalb machen viele das. Man braucht denen also nur eine vernünftige Arbeit und Geld geben, dann kommen sie nicht auf solche Gedanken.